Mit übergezogenen Aufwärmleibchen musste der FCB im Oktober 2001 im Müngersdorfer Stadion antreten, die Ärmel noch kurzerhand in der Kabine abgeschnitten. Beide Teams hatten nur ihren roten Trikotsatz dabei, die Bayern ihre Auswärts-Ausweichtrikots schlichtweg vergessen. Im Spiel gab sich der amtierende Champions-League-Sieger jedoch keine Blöße. Das 1:0 durch Claudio Pizarro. Was hat Ihnen exakt gefehlt? Eier! Alles weiß, dass Werder in Dortmund verloren haben. Und die Bayern haben in Braunschweig mit 1:0 gewonnen und damit zum 8. Male die deutsche Fußballmeisterschaft gewonnen. Klaus Augenthaler, der Kapitän, die Stütze des deutschen Meisters. Klaus Augenthalers großer Auftritt wird präsentiert. Und so ging alles los. Bein wird der Ball abgejagt, Andersen ausgespielt. Und dann, ja dann jubeln selbst die Frankfurter Zuschauer. Warum, sehen Sie selbst. Ein Tor, wie es nur große Fußballspieler erzielen können. 2 Meter hinter der Mittellinie zog er ab. Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberbringt. Damit muss man aufpassen. Weil ich bin einer, der lässt sich das nicht gefallen. Freunde der Sonne. Nächste Frage. Es gibt Spieler wie 2 oder 3, die diese Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Hat gespielt Mehmet, oder gespielt Balder, oder gespielt Trapattoni. Basler, Eckball. Dieses Schlitzohr, dieser Downer legt im Ernst ein Ei ins Netz. Direkter Eckball, das hat er schon 3-mal gemacht in seiner Karriere. Was erlaubt Strunz? Diese Spieler beklagen mehr als Spiel. Wir wollen rot, weiter Trikot. Wir wollen rot, weiter Trikot. Wir wollen weiter Trikot. Wir wollen weiter Trikot. Weiter Trikot. Wir sind eigentlich unberechenbar, aber ich glaube und hoffe jetzt mal, dass wir immer die Einstellung auf den Platz bringen, unbedingt gewinnen zu wollen. Und dann sehe ich eigentlich keine Probleme. 3-mal Meister und Champions League gewonnen. Effe war für Bayern ein Titelgarant. Ich habe fertig.